Warzone 2.0 ist jetzt schon seit 2 Monaten draußen. Bisher habe ich ein Video hochgeladen und keine Streams darüber gemacht. Weil ich immer noch auf eine Antwort von Twitch warte. Achso, aber ich habe sogar Twitch Nachricht geschrieben und sie haben mir das geantwortet. Hi, Catch My Ass. Danke für die Nachricht. Wenn du es schon erstellt hast und noch keine Antwort bekommen hast, empfehle ich dir noch ein bisschen geduldig zu sein. By the way, ich warte schon seit 20.11.2022. Ihr könnt ja rechnen, wie lange ich schon warte. Ich weiß, wie frustrierend es ist zu warten, aber das Team wird schon an deinem Antrag arbeiten. Liebe Grüße, Twitch-Support. Auf jeden Fall, Leute. Thema des heutigen Videos ist es, dass wir Warzone 2.0 zocken. Wie gesagt, ich habe nur ein Video darüber gemacht. Wir müssen es jetzt zocken. Ich sehe irgendwie das Spiel nirgendwo. Ist das Spiel tot? Spielt es überhaupt jemand? Schaut es mir jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr überhaupt das Spiel spielt, weil ich habe irgendwie so ein Gefühl, Warzone 2.0 ist jetzt nicht ein Flop, aber es läuft nicht gut. Kann es sein? Wir gehen auf Starten und wir überprüfen das in Battle Royale einzeln. Achso, by the way, erwartet sich, dass wir Win holen, gell? Weil ich habe das Spiel seit dem letzten Video, was ich aufgenommen habe, von Monat, glaube ich, habe ich kein Warzone gezockt. Ich zocke echt kein Warzone. Privat zocke ich echt kein Warzone. Also ich habe immer nur im Stream gezockt. Ich vermisse die Stream. Wir starten meine allererste Warzone 2.0 Runde nach einem Monat. Okay, hier ist CMA. CMA, yo, yo. Das steht für Catch My Ass, für die, die es immer nicht wussten. Wir droppen da 900 Meter entfernt. Let's go. Da ist jemand gelandet. Ich könnte kotzen. Wer landet bitte hier? Okay, ich gehe nach... Oh mein Gott, da sind auch welche. Hier sind überall welche. Scheiße. Okay, coole Waffe in der Karte. Die ist cool, die ist cool, die ist cool. Es fühlt sich so komisch an, jetzt Warzone zu spielen. Ich spiele ja immer nur Multiplayer, Leute. Ich bin so ein Multiplayer-Guy. Und jetzt auf einmal Warzone zu spielen. BSP. Achso, ja, das Inventar-Dinger checke ich immer noch nicht. Ich habe, oh mein Gott, ich habe so wenig Erfahrung. Das Beste, was ich kann, Leute, in diesem Spiel oder in COD, ist halt einfach schießen. Das heißt, ich gehe auf die Gegner zu und ich erschieße sie einfach. Ich loote hier gar nichts. Ich zerstöre die. Oh, warte mal. Ich habe eine geile. Ich habe diese Plattenpanzertasche, wo ich 3 Panzerplatten bekomme. Komm. Hier ist jemand. Hier. Tobias, cut das raus. Leute, ich bin nicht aufgewärmt. Okay, das ist mein erster Runde des Tages. Hat einen Monat keinen Warzone gezockt. Okay, lacht. Wie ihr lacht. Okay, 2 gegen 2. Das hasse ich über alles. Gulag. Oh mein Gott, wo? Der Gulag hat sich noch nicht verändert. Das ist... Oh mein Gott, mein Aim. Mein Aim ist vergleichbar mit einer... Keine Ahnung was. Oh mein Gott. She break, she break, she break. Gefängniswärter nähert sich. Ach so, ja, stimmt. Oh mein Gott, es kommt doch immer so ein... Oh mein Gott, da ist der Gefängniswärter. Wir müssen jetzt schnell umbringen. Da. Let's go! Nach einem Monat den ersten Gulag-Sieg. Wichtig und richtig. Okay, wir droppen jetzt hier. Wir droppen jetzt in eine Miste. Es rappelt in der Kiste. In eine und du bist weg. Wir droppen genau da. Hoffentlich ist hier alles ungelootet. Hier ist aber nichts. Hier ist gar nichts. Ah, doch, da. Oh, komm, gönn. Kiste gönn. Ja, ist okay. Ja, eigentlich komplett scheiße. Ich hoffe halt jetzt, dass wir hier keinen Gegner finden. Festungen offen. Finde Position und greifen sie an. Nein, das werde ich nicht machen. Oh mein Gott, die fliegt einer Heli. Den hole ich runter, Ich, ganz ehrlich, ich loote einfach, okay? Ich loote einfach, versuche ein bisschen XP zu farmen. Ich gehe nicht auf die Kills. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute, wie ihr Warzone 2.0 spielt. Weil ich glaube, sehr viele von euch spielen Warzone eher als COD. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, viele von euch spielen eher Warzone mehr als Multiplayer. Deswegen könnt ihr mir gerne reinschreiben, wie ihr die Map findet, weil ich glaube sehr wahrscheinlich, dass ihr schon alle hier Level 250 seid. Getötet von Sleep. Was ein geiler Name. Bro, ja. Digga, er hat Jesus, ey. Trupp eliminiert. Was für ein... Ich bin Platz 105? Ich dachte, hier landen nur 100 Spieler. Digga, imagine, du bist so schlecht, dass du 5 Plätze unter dem Limit bist. Möchtest du das Spiel beenden? Ja, möchte ich, Mann. Alright, das hat ja schon mal gut begonnen. Mann, das macht so Spaß. Deswegen, Leute, spiele ich Multiplayer. Deswegen spiele ich nur Shipment, weil ja sehe ich die Gegner in 2 Sekunden und muss nicht 5 Jahre laufen, looten und dann sterbe ich in einem One-on-One-Gunfight. Beute vorrücken, ausharren. Ja, wäre es so einfach, den Warzone-Sieg zu holen. Oh mein Gott, diese Lags, das ist unglaublich. Warum ruckelt der Anfang so? Oh Gott. Hör auf zu ruckeln, Bro. Ey. Alter, 2 FPS, 2 FPS. Oh, jetzt sind wir wieder back. Jetzt sind wir wieder back. Anfänger würden jetzt sagen, hey, warte mal, hier ist doch nichts. Aber Pros würden sagen, hey, warte, da ist doch nichts. Aber ein Catch My Ass sieht da was Besonderes, Leute. Denn hier ist ein Geheimversteck. Wenn ihr mal hier droppt, genau hier auf dieser Karte, findet ihr ein Geheimnis. Denn ihr seht auch, Leute, das ist hier wie so ein Dreieck. Oh mein Gott, ich habe wieder 3 FPS. 3 FPS? 3 FPS? Okay, ich gehe mal Richtung, gut, Zone bin ich. Ich habe Bock, Boot zu fahren. Schlauchboot, das machen wir. Wir werden heute Schlauchboot fahren. Schlauchboot klingt auch richtig abgrundtief kacke. Da ist jemand, Mäuschen, pieps einmal. Hallo, Bro. Hallo. Hallo.
Ich hoffe, die können mich in-game hören. Ich glaube nicht, dass sie mich in-game hören können. Moin, Leute. Er ist aus dem Schnitt. Folgendes Problem. Die Leute konnten mich hören, aber ihr könnt sie nicht hören. Ich habe die Aufnahme da ein bisschen verkackt. Deswegen werde ich einfach übersetzen, was sie gesagt haben und einfach meine Stimme hinterlegen, damit es irgendwie Sinn ergibt und ich das nicht alles rausschneiden muss. Okay, viel Spaß. Hello. Oh mein Gott. You scared me. Where are you? Ja, da habe ich keine Ahnung mehr, was er gesagt hat. Aber ich glaube, der hat was Lustiges gesagt. Oh mein Gott, jetzt habe ich actually richtig Angst. Wo ist der aber hin? Fuck! JFKU. Wir hatten gerade so ein cooles Rollenspiel in diesem einen und er kommt einfach und killt mich. Ey, ich habe Warzone seit zwei Monaten nicht gespielt. Wieso kriege ich Schwitze und Leute, die aimen können? Wo ist gelbes Matchmaking? Alle Jahre wieder chill ich im Gulag. Gulag ist ein schöner Platz, schöner Platz, schöner Platz. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als den Gulag. Okay, let's go. Penny Asche 57719 heißt der eine. Was ich mich frage, hören uns auch die Gegner, wenn ich... Let's go. Woo. Der ist da hinten, der ist da hinten, der ist da hinten. Ziel visiert. Und Ziel wird eliminiert in 3, 2, 1. Scheiße, wo ist er hin? Ich will ihm so einen Finisher drücken. Ich will ihm einen Finisher drücken. Ja, let's go. Dominik, let's go. Ey, man kann sagen, was man will. Ich bin zwar richtig ass in dem Spiel, aber die Gulags werden immer gewonnen. Richtig und richtig. Okay, wir jumpen genau auf unser Schlauchboot. Wenn das hier kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Bevor ich ins Boot jumpe, will ich eigentlich eine Waffe haben. Weil mit der Pistole, ich weiß nicht, ob ich damit gutes Aim habe. Warte, hier ist jemand. Hello? Hello, it's me. Ich kann den Text nicht weiter. Imagine, ihr spielt Warzone und dann kommt einfach einer rein, der einfach einen Adele-Song singt. Ja, moin. Was müsst ihr euch dabei denken? Was denkt ihr euch dabei? Also, hier ist alles gelootet. Hier gibt es keine Waffen. Doch, da. Let's go. Perfekt. Sniper? Ernsthaft jetzt? Pass auf, Leute. Wir nehmen das Schlauchboot da vorne. Okay. Wir nehmen das Schlauchboot. Fahren die Zone, weil die Zone ist in Usbekistan. Und dann werden wir snipen, alright? Wir brauchen kein LMG, wir brauchen kein Sturmgewehr, wir brauchen nur die Sniper. Weil ich bin Sniper-Profi 1, 2, 3. Ich werde den Warzone-Sieg mit der Sniper holen. In Festrumpf-Schlauchboot steigen. Was ist ein Festrumpf-Schlauchboot? Digga, nenn es doch einfach Boot, es ist ein Boot. Wie chillig sitze ich da? Oh mein Gott, ich sehe so cool aus. Okay, ich kann so fahren und ich muss irgendwie so cool dann X drücken. Und dann kann ich, während ich fahre, schießen. Warte, so. Oh ja, das muss ich machen, das muss ich... Oh mein Gott, wenn ich damit einen Kill mache, Leute, will ich, dass hier das Video... Oh, nee, falsch eingestiegen, so. Also, wenn ich das schaffe, Leute, wenn ich das schaffe, guck mal, X zu drücken, dann zu ziehen, dann Kill zu machen. Wenn ich das schaffe... Habt Respekt vor mir, Leute. Habt dann einfach bitte Respekt. Okay, alles sieht ruhig aus. Und ich muss sagen, das Spiel sieht so... Wie, ich hab ihn nicht get... Was? Okay, Replay. Tobias, mach Replay. Also, wenn das nicht auf seinem Kopf war, heiße ich Peter. Das war auf seinem Kopf. Ich habe euch gesagt, Leute, Sniper-Profi 1, 2, 3, er steht vor euch. Er steht vor euch. Ich sag euch so, wie es ist. Ich hieß auch, als ich meinen YouTube-Kanal erstellt habe, nicht Catch My Ass, sondern Catch My Sniper. Das war ein Spaß. Ich hieß nie so und das wäre ein abgrundtief Scheißname. Obwohl Catch My Sniper. Obwohl. Ey, ich sag's mal so, wie es ist. Platz 56 besser als 105. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne liken, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Warzone 2.0 findet. Findet ihr das Spiel besser als Warzone 1.0 oder nicht? Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.